Im folgenden Video zeigen wir euch, wie man Milchproben fassen beim Roboter mit einem Schüttel. Als Empfehlung nummerieren Sie die Fläschchen zuerst durchnummerieren, so viele Kühe, wie Sie zum Melken haben. Nehmen Sie das Fläschchen mit der Nummer 1 und setzen Sie es einsetzen bei der Position 1. Dazu müssen Sie den Klebeetikett entfernen. Fläschchen Nummer 2, Klebeetikett wegnehmen, Position 2. Milchproben werden alternierend gefasst mit dem Shuttle, einmal am Abend und einmal den Tag durch. Jetzt schliessen wir die Milchprobe mit dem Deckel verschliessen und machen nachher eine Zuordnung mit dem Datenausdruck. Wir nehmen das erste gefüllte Probefläschchen raus mit der Nummer 1. Das Nummer 1 bedeutet, das ist Position Nummer 1, gleich Kuh Nummer 54, Dior, und schliessen das entsprechende Klebeetikett drum herum kleben. Haben Sie alle Milchproben etikettiert und zugeordnet, können Sie Schachtel verschliessen und bei Hofabfuhr müssen Sie es plombieren. Über zwei Ecken. Selbstverständlich können wir Ihnen bei Fragen oder Unklarheiten weiterhelfen.